Ja, guten Morgen. Willkommen in unserem Reisetagebuch. Heute geht es nach Madrid. Sicher eine schöne Stadt mit einem großartigen Fußballverein. Ziel ist aber Herr Coachman im Digital Smile Design Planungscenter. Da geht es 3 Tage bis Samstag zu einem Fortbildungskurs. Bin noch zu Hause. Gleich geht es auf dem Weg zum Bahnhof. Worum geht es konkret in Madrid? Was ist das Ziel? Es geht darum, bei komplexen restaurativen Veränderungen, vor allem im Frontzahnbereich, digital mit dem Patienten zusammen Änderungen der Zahnstellung, der Zahnfarbe, der Zahnform zu besprechen und zu planen, am Tablet sich anzuschauen, die Prothetik zu planen und eben auch zu visualisieren, zeigen, wie die Veränderung aussieht, bevor man eben mit Veneers, Kronen, Brücken, Implantaten, Zahnfleischkorrekturen, durchsichtigen Aligner-Schienen oder anderen kieferorthopädischen Apparaturen eben die Ästhetik und Zahnstellung in der Front ändert. Die Ästhetik ist allen Patienten immens wichtig und da will jeder natürlich im Vorfeld wissen, wie ist das Endergebnis, was erwartet mich da. Genau, ich bin auch gespannt, was mich in Madrid erwartet und mache mich jetzt auf den Weg zum Bahnhof und werde im Verlauf immer mal wieder berichten, wie es aussieht. Zug ist pünktlich gekommen und jetzt geht es weiter nach Madrid mit Maske. Viele fragen sich ja auch, was macht man auf so einer langen Reise? Ich starte in der Regel immer damit, dass ich noch so administrative Sachen erledige, E-Mails, Briefe und so weiter. Zum Glück gibt es mittlerweile auch eine Kreisaktion auf den Bahnstrecken, Mobilfunk und Internet. Der Zug hatte 10 Minuten Verspätung. Glücklicherweise hat der Anschlusszug, auf den ich warte, eine Dreiviertelstunde Verspätung. Wir haben noch Puffer. Der Flug dürfte also zu erreichen sein. Die Verspätung hat unerwartet ein kleines Frühstück mit sich gebracht. Diesmal gibt es Croissant und Kaffee. Endlich am Flughafen angekommen. Der Security-Check wird zum Glück relativ kurz sein, 90 Minuten Verspätung. Aber ich denke, da schaffen wir es noch locker zum Flieger. Und jetzt bin ich los, Passkontrolle ging schnell. Ich habe zum Glück nur Handgepäck dabei. Jetzt habe ich noch eine Stunde Zeit bis zum Boarding und freue mich, endlich auch in Ruhe mich mal hinzusetzen, vielleicht eine Kleinigkeit zu essen. Wir sind gut angekommen. Leider mit etwa Verspätung, aber meine nette Fahrerin ist auch mit dabei. Und jetzt geht's zum Hotel und dann freuen wir uns auf Tapas und etwas Bier. Und morgen geht es dann zum Planungszentrum, zum Christian Coachman. Und da werde ich weiter berichten. Ja, endlich angekommen in der Innenstadt, in einer Tapas-Bar, Fußball läuft, spanische Emotionen, es geht gegen Paris. Morgen, viele Grüße aus dem Hotel. Es gab jetzt das erste spanische Frühstück. Die essen hier eher süß und Kaffee, aber auch mal eine gute Erfahrung. Und jetzt geht's los. Vielen Dank. Wir sind nun im spanischen Taxi und gespannt auf die Fahrt. Die erste Sitzung ist vorbei. Es war spannend, hauptsächlich erstmal Intro, Vorstellung des Konzeptes, der Bedeutung des Smile Designs, also des Visualisierens von Veränderungen im Gesicht unter Bezug auf eben auch auf das Gesicht, letztlich ästhetischer Anspruch, um dem Patienten vorab zu zeigen, was ist möglich, was kann verändert werden, was sollte verändert werden und auch gleichzeitig als Behandler zu wissen, wo sind Schwierigkeiten, wo sind die Punkte, die entscheidend sind. Begeisternd und ich werde weiter berichten. Heute 2. Tag, Wetter in Madrid ist etwas anders als erwartet, ein bisschen leicht regnerisch. Ich wollte einfach mal das Schulungszentrum zeigen. Ich werde jetzt mal gleich einen Kameraschwenk machen, damit alle mal sehen, wo wir hier sind. Das ist also eher in einem Vorort. Ja, modernes Funktionsgebäude, anders als man es vielleicht von unserer Zahnarztpraxis aus kennt. Aber trotzdem schön und für so eine Schulung sicherlich top geeignet.
stay with me tomorrow night, please, with the party beer people. What? Maybe the white one. Christian, you said no more fun next, right? You said no more fun next. How do you change? Ja, heute letzter Tag. Es geht jetzt zum Schulungszentrum. Das aber ist gerade gekommen und dann wollen wir mal gucken, was uns da erwartet. Spannendes Programm. Am Ende eine Lotterie, wo es sogar was zu gewinnen gibt. Mal gucken, was das ist. Und dann natürlich auch die Möglichkeit, noch eine kleine Party zu feiern am Abend mit den Kollegen. Die ist auch organisiert. Die Spanier können ja gut feiern. Ich bin gespannt, aber bis 16, 17 Uhr wird noch hart gearbeitet. Ja, viele Grüße aus dem Planungszentrum. Jetzt ist der Kurs vorbei. Wir haben am letzten Tag nochmal besprochen, welche Schritte notwendig sind, um das Konzept in der Praxis umzusetzen, was die Mitarbeiter betrifft, was Technologien wie 3D-Druck betrifft, Organisation, Weiterbildung und so weiter. Das heißt, vor uns liegt jetzt eigentlich noch ein Jahr, wo wir intensiv arbeiten müssen. Die Next Steps wurden besprochen, die nächsten Schritte, die wir angehen wollen. Jetzt geht's gleich zur Abschlussparty. Ja, guten Morgen. Die Party gestern war toll, entsprechend lang war es auch. Jetzt warte ich auf das Taxi, dann geht es zum Flughafen und zurück nach Prag. Es gab tolle Eindrücke, Kontakt mit Kollegen wird aufrechterhalten und wir werden das Thema dann weiterverfolgen.